eine Sache, die ich immer in Deutschland diskutiert habe, allerdings auch in Israel. Die Frage, wie entstand der Staat Israel, das haben Sie schon angesprochen. Und Sie haben es behauptet, wie auch die meisten Israelis das sagen würden, dass ohne den Holocaust wir keinen Staat Israel hätten. Ich bestreite diese These. Nicht, weil der Holocaust dazu nicht beigetragen hätte. Ich sage, der Holocaust hat die Entstehung des Staates Israel erheblich beschleunigt. Die Grundlage aber wurde schon vorher gelegt. Und Sie haben es eben erwähnt, dass ich 1935 in Tel Aviv geboren bin. Also war ich schon da, noch vor dem Holocaust. Und ich bin in einer Großstadt, also verhältnismäßig Großstadt, einer jüdischen Stadt geboren, in diesem Lande, obwohl wir damals nicht unabhängig waren. Wir waren eine britische Kolonie, es hieß ein britisches Mandatgebiet, aber eine britische Kolonie, aber in Wirklichkeit war es eben so. Der Staat Israel ist anhand von der sionistischen Bewegung entstanden und das ist wichtig zu verstehen, wenn man den Konflikt heute verstehen will. Was hat der Gründer der sionistischen Bewegung behauptet? Er war ein österreichischer Patriot, ein großer Bewunderer des deutschen Kaiserreiches Ende des 19. Jahrhunderts, hat nur von Integration der Juden gesprochen, von seiner jüdischen Kultur, Religion, hatte wenig verstanden und wenig gehalten. Aber irgendwann ist er zur Schlussfolgerung gekommen, dass die Emanzipation der Juden tatsächlich juristisch erfolgreich war, in Westeuropa auf jeden Fall im 19. Jahrhundert, gesellschaftlich nicht. Im Gegenteil, gesellschaftlich wuchs die Kluft zwischen Juden und Nichtjuden und infolgedessen kam er zur Schlussfolgerung, dass wenn Juden irgendwann in Würde leben wollen, dann können sie es erst dann erzielen, wenn sie ein normales Volk werden, so wie alle anderen Völker. Und das bedeutet, den eigenen Staat zu haben, die eigene Souveränität zu erzielen. Und das war eigentlich die Grundlage der zionistischen Bewegung. Damit hat das Ganze begonnen. Nun gab es den britischen Kolonialismus nach dem Ersten Weltkrieg. Zuvor war das der türkische Kolonialismus. Die Engländer haben aber im Ersten Weltkrieg das Land erobert und dachten, glaube ich, schon, da eine Weile zu bleiben. Aber in den unmittelbaren Jahren nach dem Krieg, 1945, 46, 47, kam eine Welle des Antikolonialismus, dass mehr oder weniger die britische Kolonialherrschaft zerstört hat. Also 1947 kam es zu Ende des britischen Kolonialismus in Indien. Es entstande der pakistanische Staat. Und die Holländer haben Indonesien verloren und alle anderen haben ihre Kolonien überall verloren. In Afrika hat es ein wenig länger gedauert. Aber die Welle des Antikolonialismus, das Ende des Kolonialismus war schon da. Also wir hätten unsere Unabhängigkeit von den Briten sowieso irgendwann bekommen können. Es hätte natürlich viel länger gedauert, das schon. Aber ich will damit sagen, dass nicht der Holocaust ist die Grundlage des Nahostkonfliktes. Sehr oft habe ich in Deutschland gehört, ja, wir Deutschen sind eigentlich dafür verantwortlich, dass es so einen Konflikt im Nahost gibt. Stimmt nicht. Der Konflikt hat nicht mit Deutschland zu tun. Der Konflikt ist ein historischer Konflikt, hat seine Wurzeln in der Geschichte, wie Sie, Oberst Burgess, so richtig gesagt haben. Die Frage ist natürlich, die man sich heute stellt, nicht wie der Staat Israel entstanden ist, sondern kann der Staat Israel überhaupt jemals den Frieden mit seinen Nachbarn erzielen? Als Herzl seine Theorie veröffentlicht hat, die zionistische Theorie, das war damals ja nur eine Theorie, hatte er auch an die Araber der Region, die hießen damals noch nicht Palästinenser, auch gedacht, natürlich hat er daran gedacht. Nur er meinte, dass man muss ja verstehen, in welcher Zeit er gelebt hat und was für eine Mentalität die Europäer damals hatten. Die Juden aus Europa würden ein Segen für die Araber im Nahen Osten sein. Sie würden die europäische Technik, die europäische Wissenschaft, die europäische Entwicklung in den Nahen Osten bringen. Und es wird ja ein Segen auch für die Araber sein. Und infolgedessen wird eine wundervolle Freundschaft zwischen Juden und Palästinensern, die sich, wie gesagt, noch nicht Palästinenser nannten, entstehen.
Aber das war falsch, weil Nationalismus alle bewirkt hat, nicht nur die Europäer, auch die Araber sind zu Nationalisten geworden, wenn auch damals sie noch nicht so weit waren. Und das hat sich alles ganz anders entwickelt. Es haben sich in dem ehemaligen britischen Palästina oder in der ehemaligen türkischen Kolonie zwei nationale Identitäten entwickelt. Ausgerechnet deshalb, weil die Juden aus Europa das Land wirtschaftlich entwickelt haben, konnten auch die Araber Palästinas sich entwickeln. Es gab mehr Arbeit, es gab mehr Entwicklungsmöglichkeiten, es gab alles für alle. Es gab natürlich keine Israelis, es gab keine Palästinenser, es gab Juden und Araber, die allerdings alle Palästinenser waren. Wann gab es überhaupt, das ist nur als Anekdote erzähle ich Ihnen, wann gab es überhaupt einen Palästinenserstaat, wann gab es in der Geschichte eine palästinensische Nation oder eine palästinensische Nationalität, gab es nie. Seitdem die Römer die jüdischen Königreiche zerstört haben, gab es nur eine Kolonie, die mal eine römische Kolonie war, mal eine türkische Kolonie war, mal eine andere Kolonie. Immer war das eine Kolonie und letzten Endes war das eine britische Kolonie. Und die britische Kolonialbehörde im Lande nannte sich palästinensische Regierung. Das waren natürlich Beamten aus Großbritannien, aber diese nannten nicht Regierung und eine palästinensische Regierung. In der Folge dessen waren alle Bewohner dieses Landes Palästinenser. Ich bin als Palästinenser geboren. In meiner Geburtsurkunde steht Nationalität Palästinenser, in Klammern britischer Untertan. So war das auch für die Araber Palästina. Und infolgedessen wollten weder die Araber noch wir uns Palästinenser nennen, weil das ein Kolonialbegriff war. Das hat sich aber mit der Zeit natürlich geändert.